Ich hoffe, man hört was. Ganz klasse gemacht und nach dem Applaus, denke ich, hat es auch jeder gehört. Ihr habt wirklich laut gesungen. Nochmal herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt schon was bekommen. Ist das richtig oder ist das verkehrt? Die Frau Wirt steht da oben mit dem roten Mantel. Da geht er bitte vorbei und die gibt euch dann was als kleines Dankeschön. Gut, danke. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, heute wird Schwarzenbach am Wald um ein lebendiges Forum reicher und ich freue mich, Sie zur Einweihung des von Grund auf neu gestalteten Bereiches der Freizeitanlage an der Schützenstraße begrüßen zu können. Besonders begrüßen möchte ich einige Ehrengäste, zu dem Landtagsabgeordneten Alexander König, der noch auf der anderen Seite steht, dann an Landrat Bernd Hering, ihr müsst ja hinter mir stehen, Frau Abteilungsdirektorin Marion Reschecke von der Regierung Franken, den auch hinter mir. Dann Herr Pfarrer Bernd Wagner, Kaplan Florian Stark, die Ehrenbürger Gerhard Fehn und Peter Pfefferkorn, denke ich, wir machen am Schluss den Applaus, das Eifacher. Dann natürlich die Stadträtinnen und Stadträte. Ich freue mich auch, dass von den ausführenden Büros, Architekturbüros, Herr Schmitzklopf hier ist, auch hinter mir, die Frau Gutschek, weiß ich nicht, ob sie noch hinter mir ist. Dann müsste der Herr Kleilein hier sein. Ich freue mich auch, dass die beteiligten Firmen hier sind, die mitgearbeitet haben. Und zwar war das die Firma Knoll aus Bülsnitz, die Firma Hund aus Untersimau, Jürgen Eckstein, Elektrowunner, das Ingenieurbüro und Klaus Sachs-Seuss, die Firma Rudi Erhardt, Horst Knoll, Horst Schwarzenbach, Zapf Bayreuth, Kirschner Nordhalben, die Blumerei Klose, Peter Schmidt, Stefan Wollert und nicht zuletzt die Firma AS Bau aus Hof. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie stellen fest, dass ein Großteil der Aufträge von Schwarzenbacher Firmen bzw. aus der Region die Aufträge ausgeführt haben, und somit eine echte Wertschöpfung hier in der Region geblieben ist. Die Kinder vom Kindergarten Archeoa konnten sie bereits genießen. Wir hören dann den Chorverein Liederkranz nach meiner Begrüßung und den Gospelchor. Alle werden uns Liedvorträge bescheren. Hier an dieser Stelle gleich herzlichen Dank an alle, die dazu beitragen, diese Einweihungsfeier zu bekommen. Ganz besonders möchte ich alle Vereinsvertreter, Bürgerinnen und Bürger aus Schwarzenbach am Wald und Umgebung sowie alle Jugendlichen und Kinder begrüßen. Heute, meine Damen und Herren, dürfen wir aufatmen. Heute wird eine längere Bau- und Umgestaltungsphase zum Abschluss gebracht. Ich denke, wir können tief durchatmen, denn unsere grüne Lunge, so möchte ich es bezeichnen,
ist vollendet, wie eine Freizeitanlage eben nur sein kann, bis auf wenige Steine. Sie werden es vielleicht am Eingang gesehen haben, bei der Infotafel wurden leider noch zu wenig Steine geliefert. Das heißt, da muss die Baustelle am Dienstag noch etwas weitergehen. Aber gut, in Berlin wird der Flughafen nicht fertig. Bei uns liegen den Bausteinen, das kann man verzeihen. Gut, bevor ich jetzt weitere Worte erzählte, bitte ich den Chorverein Liederkranz. Danke. Akku. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Abgeordnete, Frau Reschäckl, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man die Schützenstraße entlang fährt, dann wird man begleitet von einem Flaggenmeer und dann glaubt man ja, es muss ja irgendetwas los sein. Es ist nicht nur die Einweihung der Freizeitanlage heute, sondern es ist ja auch noch Wiesenfest am Montag, wo ja wieder ein Umzug stattfindet. Und ich möchte an dieser Stelle klar feststellen, dass die Stadt Schwarzenbach am Wald in den letzten Jahren sehr viel in die Lebensqualität der Bürger gesetzt hat und investiert hat. Und sie tut das sich auch im Jahre 2012. Ich möchte einige Beispiele nennen. Die Sanierungsarbeiten an den Schulen sowie im Hallenbad, Aufschaltung des DSL-Breitbandnetzes, Beteiligung am Schulverband mit den Nachbarstädten Neilau und Selbitz, Bau des betreuten Wohnens, Einrichtung eines Kulturenwegs und Einrichtung einer Kinderkrippe. Und hier muss man sich an dieser Stelle wirklich beim Bürgermeister und bei dem Stadtrat recht herzlich bedanken, dass sie diese Initiativen immer wieder ergreifen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbach auch da ist. Und das Motto heißt eigentlich auch hier, und das ist vollkommen richtig, wir müssen junge Menschen in der Region halten und dafür auch etwas tun. Dem Ziel, die Lebensqualität in Schwarzenbach am Wald zu verbessern, dient auch der Einstieg in das Städtebauförderungsprogramm Ortschaftsmitte. Konkret städtebauliche Neuordnung in der Schützenstraße mit Freizeitanlage und einem Mondmobilstellplatz. Die neue Freizeitanlage, meine sehr verehrten Damen und Herren, dient nicht nur der Verschönerung des Ortsbildes und der Verbesserung der Lebensqualität für Jung und Alt in Schwarzenbach am Wald, sondern auch den Gästen im Rahmen des Frankenwaldtourismus und auch den vielen Mountainbiker, die sich in Schwarzenbach am Wald auch sehr gerne aufhalten und auch hier ihren Sport treiben. Besonders bemerkenswert, meine Damen und Herren, ist der Wohnmobilstellplatz. Davon gibt es im Landkreishof immer noch viel zu wenige. Und insoweit spielt die Stadt Schwarzenbach am Wald wieder eine Vorreiterrolle. Und ich möchte ein Fazit ziehen. Die neue Freizeit- und Sportanlage ist richtig schön geworden und bedeutet gelungene Aufwertung des Ortsbildes der höchsten Stadt am Schwarzenbach am Wald. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, und ich kann nur zurufen, machen Sie weiter so, Sie sind auf dem richtigen Weg. Wir haben geplant, wir haben Anträge gestellt, viele Besprechungen abgehalten, uns gekümmert, manchmal auch Anführungszeichen gekämpft, Schlusszeichen, bis es nun soweit war. Man muss sich etwas vornehmen, ein Ziel setzen und dieses Ziel beharrlich verfolgen. Ich möchte mich bereits an dieser Stelle bei allen ganz herzlich bedanken, die das Projekt positiv begleitet haben. Seien es die Fördergeber, also Bund, Land, auch die Regierung von Oberfranken, die Frau Reschäckl, die Abteilungsleiterin für die Städtebauförderung. Wir arbeiten mit dieser Abteilung sehr gut zusammen und wir haben schon viele Projekte abgewickelt. Einige hat der Landrat ja genannt und wir haben noch einige Projekte vor uns. Ich möchte mich aber auch bei den Architekten bedanken und nicht zuletzt bei allen Firmen, die hier ihre Aufträge hervorragend ausgeführt haben. Betreuung, Bildungseinrichtungen wie Schule, Hallenbad, Volkshochschule, das kulturelle Angebot, bei uns auch im Philipp-Wolfram-Haus, die Freizeiteinrichtungen, alles das gehört dazu, die sogenannten weichen Standortfaktoren etwas zu bieten hat. Nur dann kann sich ein Ort heutzutage behaupten und nur dann hat er eine Zukunft im ländlichen Raum. Wir wissen, dass die Bevölkerung in Deutschland schrumpft, bis
auf die Metropolregionen. Und mit ihr schrumpfen auch die Städte und Gemeinden im ländlichen Bereich. Darauf gibt es nur eine Antwort. Wir wollen und müssen unsere Qualitäten herausstellen. Wir wollen und müssen deutlich machen, dass es sich lohnt, hier zu bleiben bzw. hierher zu ziehen und auch hier zu investieren. Man hat ein Beachvolleyballfeld, einen Grillplatz. Hier unten wurde eine große Garage errichtet, die einmal für die Pistenraube dient und ein Tanklager beinhaltet. Allein das schon aus Sicherheitsgründen notwendig. Und ich denke, dass die Fassade hinter uns und das, was auch der SSV jetzt getan hat, die Fassade auf der anderen Seite herzurichten, ich finde das ganz klasse, dass man hier jetzt gemeinsam zusammenarbeitet und dass sich auch das Gebäude in einem guten Zustand jetzt präsentiert für uns alle. Ich denke, das ist ein Gewinn, dass wir jetzt gemeinsam alle an einem Strang ziehen und so soll es auch sein. Liebe Schwarzenbacher, liebe Ehrengäste, sehr geehrte Frau Reschecke, ich freue mich ganz besonders, dass die Regierung heute auch hier vertreten ist und diese schöne Anlage mit einweiht. Lassen Sie mich als stellvertretend für die Büros und für die ausführenden Firmen einige Worte zu dieser Anlage sagen. Wir haben diese Herausforderung, nachdem das Schützenhaus nicht mehr zu halten war und wir auch diesen Diskurs begleitet haben. Sie wissen, dass wir immer gerne die Gebäude erhalten, aber wenn es denn eben wirtschaftlich nicht geht, dass wir dann etwas Adäquates hinsetzen. Das heißt also, dass wir diese Herausforderung angenommen haben, hier etwas zu bauen, was nachhaltig für den Ort sinnvoll ist. Und wichtig ist uns, dass Sie diese Anlage annehmen und dass Sie sie nutzen und mit Leben füllen. Das sieht so aus. Echt Silber? So ruft man das auch noch an, nicht. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren Mitglieder des Stadtrats, Herr Pfarrer, Herr Kaplan, Frau Abteilungsleiterin, Herr Architekt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir wissen noch nicht, was der Lothar Faltenbacher als Überschrift wählen wird in der Frankenpost. Ja, ich überlege gerade, also wird er schreiben, Freizeitanlage an der Schützenstraße eingeweiht, oder wird er schreiben, Schwarzenbach putzt sich raus, oder wird er vielleicht sogar schreiben, Schwarzenbach schafft Zukunft. Alles wäre zutreffend. Ich freue mich sehr, Herr Bürgermeister, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass hier wirklich ein weiterer wesentlicher Mosaikstein gelegt wird für ein schönes Schwarzenbach am Wald. Und es ist noch nicht lange her, als wir hier unten den Skulpturenweg miteinander eingeweiht und begangen haben. Und so ist es ganz zutreffend, was jetzt schon mehrfach ausgeführt wurde, an vielen Ecken und Enden unserer Stadt Schwarzenbach am Wald wird Schritt für Schritt die Lebensqualität für uns alle erhöht. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass alle Hinweise, die der Dieter Frank, unser Bürgermeister, angesprochen hat, auch von allen beherzigt werden. Ich danke dem Dieter Frank und den Mitgliedern des Stadtrats für ihren Mut, immer wieder auch große Projekte anzugehen, Projekte auch dann anzugehen, wenn sie zunächst nicht unumstritten sind. Ist schon gesagt worden, ist viel diskutiert worden über das alte Schützenhaus und die weitere Geschichte. Ich danke für diesen Mut und ich wünsche euch, dass ihr also weitermachen mögt, weiter die Lebensqualität hier erhöhen. Und der Bürgermeister hat ja vorhin nicht nur das einzelne Projekt hier angesprochen, sondern er hat einen weiten Bogen geschlagen und hat darauf hingewiesen, es ist ein Mosaikstein. Es geht insgesamt darum, die Lebensqualität zu erhöhen. Was wir da noch brauchen, sind noch mehr qualifizierte Arbeitsplätze. Auch daran arbeiten wir. Und Frau Reisch-Heckel, wir sind sehr dankbar, dass bei all diesen Projekten jeweils die Städtebauförderung zur Hilfe eilt, wenn ich das mal so sagen darf, sowohl mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland wie auch mit Mitteln des Freistaats Bayern. Und auch das nehme ich heute hier wieder mit, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie wichtig es ist, diese Städtebauförderungsmittel mindestens auf dem Niveau zu halten, auch in den weiteren Jahren, damit wir miteinander
hier in der Stadt und in weiteren Orten weitere wichtige Projekte für unsere Lebensqualität durchführen können. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Nachmittag und hoffe, die Freizeitanlage wird viele vernünftige Nutzerinnen und Nutzer finden. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Abgeordneter, sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder, ich wundere mich, dass ihr so geduldig hier noch zuhört, weil ich sehe ja, ihr brennt darauf, hier die neue Anlage in Betrieb zu nehmen. Aber ich fasse mich auch kurz, damit das auch bald losgehen kann. Herzlichen Dank für die Einladung Ihrer Stadt. Allerbestens gelungen. Ich bin schon ein bisschen rumgegangen vorher, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und ich muss sagen, dazu herzlichen Glückwunsch. Die Gratulation der Regierung von Oberfranken überbringe ich hiermit ganz offiziell. Ohne den Einsatz und die Hartnäckigkeit Ihres Abgeordneten, Herrn König, wäre das nicht möglich gewesen. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Lass die Leute sehen, dass er den schwarzen Bach mal hält. Wer will noch schneiden? Ich denke, man sollte nicht zu große Werke. Das ist ja jetzt nur noch ganz das Wichtigste. Auf drei, oder? Eins, zwei, drei. Jawohl. Der will's haben.